Einige tausend Kilometer von zu Hause entfernt in einem anderen Land befindet sich dieses seit einigen Jahren verlassene Uniklinikum. Mitten in der Stadt befindet sich, hinter mir seht ihr es schon, eine riesige verlassene Uniklinik. Die riesige Klinik mitten in der Stadt hatte einst Platz für mehrere tausend Patienten. Leute, dieser Teil ist so langsam wirklich einer, der mich an Krankenhäuser erinnert. Hier riecht es auch schon so ein bisschen mehr nach Desinfektionsmittel. Ich vermute halt, das ist alles hier die Notaufnahme, erste Rettungsstelle gewesen. Aufgrund von Sparmaßnahmen und Umzug wurde die Klinik dann allerdings geschlossen und hat nun keine Funktion mehr. Viele Geräte und wertvolle Gegenstände sind bis heute noch in dem Gebäude zu finden. Und selbst der Strom funktioniert noch. Es stehen einfach alle Geräte noch in den Zimmern rum. Ein spannendes Abenteuer, welches fast schiefgegangen wäre. Draußen läuft einfach jemand. Der sieht nicht nett aus. Alter, die Tür geht auf. Was machen Sie hier? Wir sind mitten in einem OP. Wir dachten, es verlassen. Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal sind wir wirklich auf Sneaky Mission unterwegs. Mitten in der Stadt befindet sich, hinter mir seht ihr es schon, eine riesige verlassene Uniklinik. Die ist noch nicht mal lange zu. Und wir haben den Tipp bekommen, dass man durch das alte Parkhaus direkt in das Gebäude gelangen soll und man sich alles noch angucken kann. Es soll sogar noch Strom funktionieren. Wir gucken jetzt, ob das tatsächlich noch so ist wie angekündigt. Hinter uns ist die Einfahrt in das Parkhaus, welches sich direkt unter dem Krankenhaus erstreckt, auf kompletter Ebene. Wir haben uns online schon so einen Bauplan angeguckt und theoretisch müsste da das Tor offen sein. Ich habe nämlich ein Foto zugeschickt bekommen, wie das aussehen soll. Wir gucken jetzt mal. Übelst spannende Sache, Leute. Hier hat gerade schon irgendwas gepiept. Hier steht eine Bank und ein bisschen Müll. Und tatsächlich, es ist genauso wie auf dem Foto, was ich bekommen habe. Das Tor steht offen. Wir packen jetzt die Kameras aus, damit wir hier schöne Fotos und Videos machen können. Und dann gucken wir uns hier um, weil es scheint tatsächlich weiterzugehen in diesem riesigen Parkhaus. Okay, Leute, wir befinden uns jetzt direkt unter dem Uniklinikum. Hier ist ein riesiges Parkhaus, ich schätze, bestimmt für 1000 Fahrzeuge. Das erstreckt sich halt wirklich unter dem kompletten Klinikgelände. Wir gucken uns jetzt mal kurz um. Vielleicht stehen hier noch alte Fahrzeuge, irgendwelche Zugänge. Wir schauen mal. Wir müssen halt auch sowieso noch gucken, ob wir von hier aus reinkommen oder ob wir wieder raus müssen und uns einen anderen Zugang suchen müssen. Ist halt wirklich riesengroß und vor allem modern, sauber. Hier ist kein Wasser unten. Das Ganze ist halt erst seit kurzem geschlossen. Dementsprechend sieht halt hier auch alles noch so frisch aus. Ganz da hinten in der Ecke leuchtet sogar noch was. Ah, das ist kein Licht gewesen. Das ist einfach ein anderer Zugang zum Parkhaus. So, Leute. Hä? Ich habe schon gleich zu Anfang einen mega interessanten Fund gemacht. Was meint ihr, wurde durch die Tür abtransportiert? Hier wurden Leichen abtransportiert. Dahinter ist die Kühlkammer, wo die Leichen lagen. Wirklich? Ja. Hier deswegen auch dieses Warnzeichen, ne? Anscheinend schon. Du kannst die Tür hier arretieren. Und hier in diesem blauen Bereich hat der Leichenwagen geparkt, oder was? Hä? Wir sind noch nicht mal richtig angekommen und starten jetzt mit der Leichenhalle, oder was? Hä? Ist das hier direkt der Kühlraum? Das ist ein Kühlraum, ja. Man erwartet es anders, ne? Man erwartet es wirklich anders. Man erwartet es anders mit so einzelnen Kammern oder so, wie man es aus Fotos kennt, aus anderen Kliniken. Ja, so aber das ist eine große Kammer. So eine Kühlkammer hast du in Deutschland auch. Auf jeden Fall hat man hier einen relativ großen Raum. Man sieht es hier halt direkt an den Lüftungsanlagen, beziehungsweise Kühlanlagen, wie auch immer. Und vor allem an diesen typischen, dicken Türen, die eben keine Kälte durchgelassen haben und keine Wärme von der anderen Seite. Dieser Raum, der eigentlich relativ klein ist, das ist der Raum, wo die Leichen gelagert wurden. Hier ist aber kein einziges Teil mehr, was darauf hindeutet, oder? Naja, bis auf diese Türen. Hier ging es dann noch weiter ein Raum. Hier ist halt alles aus Metall, relativ steril. Hier ist ein Spiegel, keine Abflüsse auf dem Boden. Aber seid ihr euch sicher? Ja. Da an der Decke ist auch so ein Duftbaum. Ist das ein Duftbaum? M. Fresh, tatsächlich. Die haben hier so einen Duftbaum hingehängt, weil das halt hier einfach roch. Das ist natürlich krass. Und dann sind wir jetzt hier im Krankenhaus oder was? Dass das alles offen ist. Hier riecht es jetzt auch ziemlich stark nach Desinfektionsmitteln. Ah, ich glaube, hier sind wir im...
Ich weiß nicht, ob Sektionssaal heißt oder in der Pathologie. Wahrscheinlich eher Pathologie. Das wird, glaube ich, schnell verwechselt. Da müsste ich jetzt den Dr. Zockers fragen, aber der ist nicht da. Ein großer Raum. Hier ist so ein Podest drauf. Vielleicht war da mal ein Tisch angebracht. Hier gibt es ein Waschbecken, so mit Tallern. Da ist ein Schlauch dran. Und halt Desinfektionsmittel. Kommt hier noch Wasser an? Tatsächlich. Wenn ich da aufmache, kommt hier noch Wasser raus. Seht ihr das? Im Nebenraum ist noch ein Waschbecken, nochmal Desinfektion und tatsächlich sogar eine Dusche. Das heißt, der Pathologe konnte sich hier dann auch wirklich nach getaner Arbeit und auch davor vermutlich einmal duschen. Hier in einem anderen Nebenraum sind auch noch komplett verpackte Paletten mit Akten, ja, so Aktenkoffern quasi, wo man so Akten reinsortieren konnte, so Plastikteile, wisst ihr? Da haben die noch eine Lieferung am Ende bekommen, aber nicht mehr benutzt. Was eine Verschwendung. Hier ist noch so eine Art Technikraum. Da steht noch ein alter Fernseher rum. Die ganzen Sicherungen. EBD101. Immer wieder auch der Hinweis Starkstrom. Und von dort aus kam man dann hier in den Fahrstuhlraum. Hier sind drei Fahrstühle. Zweimal, ich denke mal, das heißt Besucherlift. Und einmal Dienstlift, da kann man es sogar lesen. Verbotene Lift, Gebrücken. In Gewalvan Brand, also im Brandfall nicht benutzen vermutlich. Hier steht nochmal Parking, dass man Bescheid weiß als Besucher und Treppe. Dann gehen wir hier direkt lang, würde ich sagen. Direkt in den ersten Stock. Hier oben merkt man direkt, dass es kühler ist. Irgendwo ist ein Fenster offen. Hier kommt so ein Luftzug an. Und Etage 0, Erdgeschoss. Ach du Scheiße, das ist direkt der Eingangsbereich hier. Schaut mal, hier ist die große Drehtür und da kam man dann rein. Hier ist auch noch so eine runde Sitzgruppe. Hier sind so Pinnwände, wo einige Sachen beschrieben wurden. Und da, wo Tobi jetzt gerade war, da war die Rezeption. Also genau dieser Teil hier. Hier war die Anmeldung. Direkt hier neben gab es, glaube ich, so ein kleines Restaurant, wo du dir so ein paar Imbiss-Snacks holen konntest, um die Wartezeit womöglich zu überbrücken. Auch einen riesigen Innenhof, der aber geschlossen zu sein scheint. Und wir gucken jetzt mal, wo wir hier weiter lang kommen. OP-Säle, super interessant, denke ich mal. Notaufnahme und natürlich auch die Krankenhauszimmer. Es gibt, glaube ich, hier insgesamt 6 Etagen. Ein Riesenkrankenhaus. Boah, das wird jetzt eine Erkundung. Schock, schwere Not. Da geht einfach einer lang. Achtung, der sieht uns gleich. Draußen läuft einfach jemand. Nicht bewegen. Ja gut, aber wir sind zu viert und er alleine. Wir sollten halt aufpassen, nicht, dass der die Flasche irgendwie gleich zieht. Wirklich ultra creepiger Typ, ey. Sah völlig besoffen aus. Ich glaube, hier vorne habe ich was von Not irgendwas gelesen. Das Problem ist halt, man weiß nicht genau, ob der Obdachlose hier irgendwo rumirrt. Aber bei sowas, damit muss man halt immer rechnen, wenn man in so einer großen Stadt ist. Hier sind so typische Schilder, die auch noch ans Krankenhaus erinnern, die auch noch ultra neu aussehen. Da vorne kommt man auch raus, da sind so Milchglastüren. Die hatten hier halt mit Corona auch schon zu tun. 1,50 Meter Abstand halten. Ich glaube auch, dass das hier irgendwie eine Impfstation ist oder sowas. EHBO, weil diese Spritzen erinnern mich so dran. Borrel, EHBO, kann das sein, dass das Krankheiten sind? Überall solche Räume mit diesen Schildern. Hier ist noch ein Waschbecken, so ein Raum mit Tisch. Hier, Alter, hier ist einfach, macht mal kurz Licht aus. Da leuchten einfach noch die Symbole für den Aufzug, aber der ist irgendwie gesperrt worden. Also nutzen kann man den nicht. Also Strom geht hier auf jeden Fall noch. Ach, das war ursprünglich hier die Notaufnahme, ne? Hier ist der Krankenwagen hergefahren und über diese Tür kamst du quasi hier rein. Und diese Impfstelle wurde erst später gebaut, ne? Und von hier gibt es halt eine Tür und da steht direkt ein Krankenbett hinter. Ziemlich krass irgendwie. Diese Tür ist auch so eine, die mich schon eher an so ein OP erinnert. Mit so einem Hebel, so eine Schiebetür. Und hier ist einfach ein Krankenbett. Naja, hier sieht es schon mehr nach Krankenhaus aus.
Leute, dieser Teil ist so langsam wirklich einer, der mich an Krankenhäuser erinnert. Hier riecht es auch schon so ein bisschen mehr nach Desinfektionsmittel. Ich vermute halt, das ist alles hier die Notaufnahme, erste Rettungsstelle gewesen. Deswegen auch das Bett, die konnte man dann natürlich in die jeweiligen Räume bringen. Hier standen früher bestimmt viel mehr davon. Hier wird es Warteräume geben, hier wird es verschiedene Not-OPs vielleicht geben und vor allem so Schockräume, denke ich. Behandlungszimmer für Menschen wie mich, die sich letztens den Finger geschnitten haben, die dann auch da warten müssen. Eben alles, was im Krankenhaus so anfällt. Ziemlich cool aus hier. Guck mal, hier im Flur stehen noch so, das sind alles Teller aus einer Küche. Das sind alles diese Plastikteller, die immer so chemisch gereinigt werden. Und da konntest du dann vermutlich in diesem Falle Suppen draus kriegen. Hier sind noch andere Teller. Das sind flache Teller. Hier liegt sogar noch so ein Teebeutel drauf, oder was das ist. Ja, Lipton-Teebeutel. Zu diesen Tellern und Küchensachen im Krankenhaus fällt mir übrigens eine Sache ein. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Ich war selber noch nie bei einem längeren Krankenhausaufenthalt, aber immer wenn ich jemanden besucht habe und der Essen bekommen hat, sah das immer wahnsinnig ungesund aus, Fertigfraß und nicht besonders lecker. Und das habe ich auch schon oft gehört von Freunden, die länger im Krankenhaus waren, dass das Krankenhausessen eigentlich nie wirklich gut schmeckt. Schreibt doch unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, ob ihr vielleicht Krankenhäuser kennt, wo es wirklich leckeres, frisch gekochtes Essen gibt. Ansonsten kenne ich nämlich immer nur diese Krankenhäuser, wo es Fertigessen gibt, in diesen typischen gefängnisähnlichen Schalen, wo so fertig Möhren und so weiter halt für tausende von Leuten vorgekocht wurden. Da frage ich mich irgendwie immer, wie das zusammenpasst. Gesund werden, aber ungesundes Essen kriegen. Schreibt gerne rein, wer da mehr drüber weiß. Hier über die Tür kommen wir weiter in die nächste Etage. Oh, Alter, hier ist man ja direkt auf dem Präsentierteller. Da unten läuft einfach gerade jemand mit dem Hund Gassi. Da ist eine Riesenstraße. Da laufen noch mehr Leute. Aber wenn man sich hier dreht, kommt man in einen super langen Gang und der erinnert mich jetzt wirklich langsam an ein Krankenhaus. Das ist so typisch, ich will es gar nicht aussprechen, aber Apokalypsen-Serie oder Film trifft es, glaube ich, am besten. Diese paar Bodenplatten, die hier auf dem Boden schon liegen, alles so ein bisschen runtergebröckelt. Doch, das erinnert mich schon sehr daran. Hier zum Beispiel in Zimmer Nummer 8 kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Das hier ist ein typisches Doppelzimmer. Das konnte per Vorhang quasi getrennt werden. Also ein Bett da und ein Bett da. Dann gab es hier zwei Waschbecken. Hier so einen typischen Notknopf, den man drücken konnte, wenn man wirklich ein Problem hatte und die Schwester kommen sollte. Hier gab es eine Toilette. Dusche hatten sie hier nicht. Da mussten sie woanders für hingehen. Krass. Hier gibt es halt jetzt überall gleiche Räume. 211, 212, 205 auf beiden Seiten. Manchmal sind die Gardinen zu, manchmal nicht. Achso, und hier am Ende des Ganges waren die Schwestern und Pflegekräfte eben stationiert. Inzwischen ist hier alles nur noch voll mit Müll. Aber guckt mal, hier ist noch so ein Plan. Nikolas, Ryan, Dennis, Jonathan. Könnte das sein, dass das handschriftlich angebrachte Pläne sind, welcher Pfleger für welche Räume zuständig ist? Oder ist das unrealistisch? Hier gibt es noch so einen kleinen Lagerraum, vermutlich mit Desinfektionsmitteln, Medikamenten und so weiter, die alle mit diesen Schiebekästen hier rein und rausgeschoben werden konnten. Hier oben konnte man das Ganze sogar sortieren. Hier ist auch nochmal ein Raum mit einer kleinen Küche, kann man sagen, Desinfektionsmitteln. Hier konntest du halt Sachen drüber hängen, um so Kleinigkeiten sauber zu machen. Was ist das? Beutel für Damenbinden. Ganzer Beutel voll damit. Man kann es leider immer nicht lesen. Dackziken, Huis. Kann das jemand übersetzen? Da ging es auf jeden Fall in die Richtung, wo wir jetzt herkamen. Hier ging es nochmal eine Glastür lang. Slab Labor, also ein Schlaflabor vermutlich. Okay, das hier scheint irgendwie so eine Art Schlaflabor zu sein, oder? Hier ist auch so ein großer Überwachungstrakt, wo die Mitarbeiter quasi Nachtschicht hatten und halt Akten gemacht haben, was auch immer. Das hier waren dann so Schlaflaborräume. Ich weiß gar nicht genau, was das heißt, ob man bei Schlafstörungen hier reingekommen ist. Hier gibt es eine Glaswand, kannst du von Raum zu Raum gucken. Erinnert so ein bisschen an Intensivstationen. Konntest du auf jeden Fall auch an Beatmungsgeräte angeschlossen werden. Das gleiche gibt es hier nochmal eben gegenüber, diese zwei Räume. Und hier stehen sogar noch irgendwelche Geräte rum. Krass.
Krass, ey, das war mal alles so teuer. Ist das crazy. Andere Krankenhäuser im Ausland haben nichts davon und hier verrottet das einfach und keiner benutzt das mehr. Bildschirme, die in den Krankenzimmern hingen, sind hier zu finden. Und hier liegt auch noch so ein Gipsfuß, also so ein Stabilisierungsfuß, wenn man sich irgendwie den Fuß gebrochen hat oder so, ist das, glaube ich. Hier stehen teilweise wirklich noch richtig teure Geräte in den Räumen rum, wo man sich echt fragt, warum. Absolute Verschwendung. In anderen Krankenhäusern haben die gar nichts, arbeiten mit einfachsten Mitteln und hier wird sowas noch nicht mal verkauft. Oder waren die ganzen Dinge defekt? Lasst uns auf jeden Fall mal weiter gucken. Ich glaube, wir kommen den OP-Sälen, den großen, etwas näher. So, wir gehen weiter auf der Suche nach dem großen OP. Alter, hier leuchtet einfach noch der Fahrstuhl. Fährt der noch? Nee, tut sich nichts mehr, ne? Aber Fahrstuhl ist noch voll funktionstüchtig. Ist hier einfach in der Etage stehen geblieben. Guckt euch mal bitte dieses Bild an. Die Gänge komplett duster. Wirkt alles voll horrormäßig. Und hier steht dann einfach so ein Fahrstuhl mit Beleuchtung. Absolut krank. Sorry, temporary out of service. Neben diesem Schild befindet sich noch ein großer Raum mit ganz viel Glas. Hier sind Regale und Schränke. Was das für ein Raum war, weil der sieht echt modern aus. Er erinnert irgendwie so ein bisschen an so ein großes amerikanisches Krankenhaus. Hier liegen einfach noch auf dem Boden irgendwelche Medikamente. Omeprazol, Sandoz. Sind auch noch welche drin. Krass, die scheinen sie hier vergessen zu haben. Liegen hier einfach auf dem Boden rum. Von da hinten kommen wir von diesem großen Glasraum. Hier habe ich nochmal was Interessantes entdeckt. So ein Waschbecken, relativ groß, wo wir gerade diskutiert haben und meinen alle, dass das hier so ein Waschbecken ist, wo du kleine Neugeborene waschen kannst. Kann das jemand bestätigen? Ist das so ein Waschbecken, wo man ein Baby reintun konnte? Für eine Entbindungsstation halt. Auf jeden Fall mit schönem Ausblick in den extrem riesigen Innenhof. Ein Riesengebäude, in dem man sich jederzeit verlaufen kann. Auf dieser Etage kommen wir anscheinend ins Laboratorium. Also Labor müsste das einfach sein. Oh ja, hier sieht es schon danach aus. Ich schätze mal, hier konnte dir Blut abgenommen werden hinter den Räumen. Und diese Rohre hier, die sind dazu da, um Kapseln von Etage zu Etage möglichst schnell zu senden. Also gut möglich, dass da oben der OP war. Und dann hat man quasi in so einen Kasten hier, ja guck mal, hier hat man das reingestellt. Und dann wurde das mit Druckluft oder so hochbefördert. Hier hast du die einzelnen Stationen, Laboratorium, Archiv. Dann konntest du die Nummer eingeben und dann ist das dahin gefahren. Wenn es also mal schnell gehen musste und irgendwelche Blutproben oder so oben aus dem OP entnommen wurden, dann schossen die hier hin und wurden direkt im wahrscheinlich anschließenden Labor untersucht. Und genau das hier ist anscheinend, boah, hier riecht's übelst nach Desinfektionsmitteln, das ist das Labor gewesen. Auch hier ist eigentlich alles ausgeräumt, bis auf die Tische, aber an denen wurde eben gearbeitet. Und all die Proben, die Blutproben, wurden natürlich möglichst schnell, je nach Priorität, untersucht. Hier ist dieser typische Schrank, wo man immer so eine Glastür hoch und runter schieben konnte, um giftigere Sachen oder Säuren oder sowas zu untersuchen. Dinge, die vielleicht hochinfektiös waren. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kenne ich das nur noch aus dem Chemieunterricht. Auf jeden Fall ist dieses riesige Universitätsklinikum, so verlassen es auch ist, richtig, richtig spannend. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es auch so interessant findet. Es ist ein, ich weiß nicht, wie lang das Video wird, aber hier gibt es so viel zu entdecken. Vielleicht ist es auch ein bisschen wirr aneinander geschnitten, das tut mir an der Stelle leid, aber ich kann halt nicht jeden Gang filmen, nicht jedes kleine Detail. Sonst müsste man sich hier 2 Tage aufhalten und wäre immer noch nicht durch, weil ich weiß nicht, wie viele 1000 Betten es hier gab ursprünglich. Aber auf 6 Etagen mit so vielen verschiedenen Flügeln, da bist du einfach morgen noch nicht durch mit dem Ding. Ich versuche euch die spannendsten Sachen zu zeigen und ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut, hoffe ich zumindest. Wir gucken jetzt weiter. Und wieder Treppen hoch. Diese ewigen Treppenhäuser hier. Ich weiß gar nicht, in welcher Etage wir sind. Ich glaube Etage 5. Hä? Wollt ihr denn noch hier rein? Alter! Hä? Wie siehst du denn aus? Passiert. Alter, mein Herz. Machst du Fotos jetzt so? Ja. Alter!
Hätte halt wirklich sein können, dass hier auf einmal noch aktiver Teil ist. Oh. Keine Sorge. Alter, Sarah wollte hier Fotos machen im OP. Aber dass die so aussieht, das hätte ich... Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, das ist einfach ein Mitarbeiter und wir sind hier in einem aktiven Teil des Krankenhauses gelandet. Also von hier aus sind wir jetzt auf jeden Fall im OP gelandet. Das sieht man deutlich und vor allem riecht man es auch deutlich. Hier gab es so einen Eingangsbereich dafür. Sieht auch vom Holz her schon alles ein bisschen steriler aus, aber dieser Teil wird noch nicht der sterile Teil gewesen sein. Direkt am Anfang, das hier wird so eine Art Schleuse gewesen sein. Also hier musste man sich umziehen, sich fertig machen. Hier, sogar ein Doktorname, Dr. Persün. Hier, Dr. Butis und so weiter. Und von dort ging es hier. Ich glaube, das sind direkt schon die OP-Säle. Hier wären wir jetzt schon in einem Teil, der auf jeden Fall sehr steril gehalten werden muss. Hier konnten noch drei Betten stehen. Jeder hatte einen Notknopf. Hier auch nochmal. Und hier ist ein Vorhang. Wenn zwei dort standen, dass die voneinander separiert werden konnten. Das sind wahrscheinlich so Wartebereiche. Kurz vor der OP wurde man hier hingeschoben. Und dann ging es hier in die OP-Säle. Alter, wenn ihr das riechen könntet. Oh ja, das hier. Eieiei. Das ist ein OP-Saal. Auf jeden Fall. Hier war auf jeden Fall so ein Kran, nenne ich es einfach mal, in der Mitte angebracht mit so einem Schlauch, bestimmt für Sauerstoffzufuhr. Hier in der Mitte wird der OP-Tisch vielleicht so ein beweglicher gestanden haben. Vielleicht hat man hier in dem ersten Raum auch die Leute nur vorbereitet, weil dieser richtig feste, drehbare OP-Tisch, der ist in diesem Raum ja noch nicht zu finden. In dem Raum sind auch noch solche Fächer, sterile Schorten. Da waren wahrscheinlich Teile, die dann die OP-Helfer nachgelegt haben und zu den immer gleichen Plätzen am OP-Tisch gelegt haben, dass der Chirurg dann wirklich alles nur noch greifen musste. Hier Klimaregulierung, konnte man die Klimaanlage einstellen. Und hier, oh, hier ist eine Schleuse, so eine Zwischenschleuse. Hier kann man sogar kurz rausgucken. Überlegt euch mal, da waren wir schon überall. Das ist alles das Krankenhaus. Das hier ist ja wie so ein Zwischenraum, wo man mal kurz innehalten konnte als Chirurg. Und wer weiß, vielleicht hat der dann hier auch auf die Stadt geguckt. Bei einer sehr schweren OP, die vielleicht 7-8 Stunden ging, wo man mal kurz zwischendurch 3 Minuten Luft geschnappt hat. Wer weiß, dann ist der eine oder andere hier auch nicht durchgekommen bei der Operation und hat es nicht überlebt. Schon krass dieser Job, diese Verantwortung für einen Menschen zu übernehmen. Alle Verwandten der Person, die dann so krank ist und operiert werden muss, vielleicht einen Unfall hatte, die setzen alles auf diesen Chirurg und den Chefarzt der Abteilung, damit die Person wieder gesund wird. Was für eine Last das auch für einen sein muss manchmal. Vor allem, wenn daneben jemand nicht durchgekommen ist. Der nächste OP-Saal. Hier ist dieses typische Ding, dieses kugelgelagerte Fundament, sage ich einfach mal, zu der OP-Liege. Die stand eben hier mittig. Meistens sind die ja so schwarz beledert oder so. Da oben die Uhr war sicherlich entscheidend, um ein bisschen die Übersicht zu behalten, wie lange die Operation schon geht. Hier noch krass, liegt einfach noch, was ist das? Ist das eine Vakuumpumpe? Hier ist so eine Baranzeige. Und eben Schläuche, die dort zu diesem Behälter führen. Hier konnte man sicherlich Infos zu der OP anbringen, zumindest früher. Später hat man das wahrscheinlich dann alles mit Tablets oder PCs gelöst. Hier die OP-Türen konntest du natürlich komplett zuziehen. Wahrscheinlich ging das auch automatisch, also höchstwahrscheinlich. Und von hier kamst du dann nochmal in einen großen Flur. Hier gibt es nochmal 1, 2 Operationssäle. Hier ist nochmal eine Schleuse. Okay, ich glaube, das ist ein krasserer OP jetzt. Carcelon, K2, Tandaresten. Ist nicht genau, was da stand. Vielleicht kann das jemand übersetzen. Hier ging es über die Schleuse dann auf jeden Fall in den OP. Hier ist auch wieder so ein Ding an der Decke. Aber das, was krasser ist, hier hängt einfach noch der Kittel vom Chirurgen. Hier richtig mit diesem Band, wie man es kennt, auch noch feinsäuberlich aufgebaut. Das ist sogar schon offen. Was ist das? Vicry Plus, Handschuhe,
So ein Schlauch, alles noch verpackt. Wieder so eine Pumpe, die wir im anderen Zimmer schon gesehen haben. Ach, guck mal, das sind, glaube ich, auch so Kittel in XL. Und hier ist einer in L. Die haben alle so eine Seriennummer. Ich weiß, das hier ist, ob man hier mit den Zugang legen konnte. Es ist wie so ein Starter-Kit zum Operieren. Von diesem OP kommt man nochmal in den offenen Flur. Was ist das? Ein großer Saal. Ah, das wird wahrscheinlich der Aufwachraum sein. Steht hier was drüber? Nee, drüber ist hier nichts. Aber es sieht mir so aus, als ob hier viele Betten nebeneinander stehen können. Das ist der Raum nach der OP. Guck mal, hier ist auch nochmal so eine Vakuumpumpe. Damit konntest du halt, glaube ich, richtig Blut abpumpen und so weiter. Und das hier ist so ein Einwegbehälter, den du dann wegschmeißen konntest. Blut, Kotze, alles Mögliche, was eben noch so rauskam nach der Operation. Das wird hier über so eine Vakuumpumpe abgepumpt und kommt dann in diesen Behälter. Das macht nämlich auch Sinn, dass das hier der Aufwachraum sein muss, weil hier ist wieder so ein Überwachungspunkt, wo quasi immer jemand war, der Acht gegeben hat darauf, dass es den Menschen hier gut geht. Was auch wieder krass ist, diese Knöpfe hier, Anästhesie, die funktionieren noch. Da leuchtet es einfach noch hinter. Tja Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Video auch. Was ein gewaltiges Krankenhaus. Ich habe vorhin schon gesagt, wir können nicht alles zeigen. Das geht auf gar keinen Fall. Wir haben aber die wichtigsten Sachen und der OP war mir nochmal ganz, ganz wichtig gesehen. Mal gucken, was mit dem Krankenhaus die nächsten Jahre passiert. Flüchtlingsunterkunft oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht finde ich da noch was in der Recherche nach dem Video, wenn ich wieder zu Hause bin. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal weiter und schauen mal, was dieses Land noch so zu bieten hat. Bis dahin, Leute, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wir sehen uns bald wieder.